Die neue Ausgabe von Leben ist da, dem katholischen Magazin für Lebensfreude. Das geht in diesen Tagen raus an alle katholischen Haushalte im Bistum Münster, kostenlos. Und in diesem Heft geht es um Mut, um Leidenschaft, darum Haltung zu bewahren und Haltung zu zeigen. Davon erzählen wir in ganz unterschiedlichen Geschichten. Eine mit Feuer heißt die Geschichte über Marie Klinkhammer. Sie ist Feuerwehrfrau und das mit Leib und Seele. Warum das so ist und warum sie sich engagiert, davon erzählen wir. Wir berichten über den Kampf des Peter Kossen. Peter Kossen ist Pfarrer in Lengerich und engagiert sich schon seit langer Zeit für ausgebeutete Arbeitermigranten, vor allem aus Osteuropa, die in der Fleischindustrie arbeiten. Und dann haben wir noch zwei Prominente bei uns im Platz. Der eine ist Stefan Gödde, den kennt man aus der Sendung Galileo auf ProSieben. Er hat sich in die Stadt Jerusalem verliebt. Und der zweite ist Michael Steinbrecher, auch ihn kennt man aus seiner Talkshow im Fernsehen. Er hat ein Buch über Würde geschrieben. Wir haben mit ihm darüber gesprochen. Darum geht es in der neuen Ausgabe von Leben und um viele andere schöne Geschichten. Jetzt gerade werden die letzten Exemplare gedruckt und dann gehen 1,1 Millionen Exemplare raus. Und eines davon werden Sie in den nächsten Tagen auch in Ihrem Briefkasten finden. Viel Freude beim Lesen!